Das Buch des Propheten Zephania. Kapitel 1. In der Regierungszeit von Joschia ben Amon kam das Wort Jahwes zu Zephania ben Kushi, einem Enkel von Gedalia, dessen Vorfahren Amaria und Hiskia waren. Ich raffe alles weg, was auf der Erde lebt, spricht Jahwe. Menschen und Vieh raffe ich weg, die Vögel und die Fische, Strauchelnde und Frevler, ich rotte die Menschen auf der Erde aus, spricht Jahwe. Gegen Juda strecke ich meine Hand aus und gegen die Bewohner von Jerusalem. Den Rest des Baalskultes dort rotte ich aus, die Namen der Götzen und aller anderen Priester, alle, die sich auf den Dachterrassen niederwerfen vor dem Sternenheer. Auch alle, die bei Jahwe schwören und bei ihrem König zugleich. Und alle, die Jahwe den Rücken kehren, die nicht nach ihm suchen und fragen. Seid still vor dem Herrn, vor Jahwe. Denn sein Gerichtstag ist nah. Jahwe hat ein Schlachtmahl vorbereitet, hat die Eingeladenen geweiht. An diesem Schlachtopfertag werde ich die Oberen und die Königssöhne und alle, die ausländische Kleidung tragen, zur Rechenschaft ziehen. An dem Tag werde ich mit jedem abrechnen, der über die Schwelle springt und das Haus seines Herrn mit dem anfüllt, was er durch Gewalt und Betrug an sich gebracht hat. An dem Tag wird Folgendes geschehen, spricht Jahwe. Wehgeschrei vom Fischtor her, aus der Neustadt lautes Jammern, von den Hügeln großes Getöse. Jammert ihr Bewohner des Mörsers, denn das ganze Händlervolk ist vernichtet, alle, die Silber abwiegen, beseitigt. Dann werde ich Jerusalem durchsuchen. Ich leuchte mit Lampen hinein und rechne mit den Männern ab, die sorglos ihren Wohlstand genießen und denken, Jahwe tut doch nichts, nichts Gutes und nichts Böses. Dann werden ihre Reichtümer geplündert und ihre Häuser verwüstet. Sie bauen neue Häuser, wohnen aber nicht darin. Sie legen neue Weinberge an, trinken aber keinen Tropfen davon. Nah ist der große Tag Jahwes, sehr nah. Schnell kommt er heran. Der Tag Jahwes ist bitter. Da schreit selbst der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Sturms und der Verwüstung, ein Tag des Dunkels und der Finsternis, ein Tag der Wolken und der schwarzen Nacht, ein Tag des Signalhorns und des Kampfgeschreis gegen hohe Zinnen und befestigte Städte. Ich werde den Menschen Angst einjagen, dass sie umhertappen wie Blinde, denn sie haben gegen Jahwe gesündigt. Ihr Blut wird wie Staub hingeschüttet, ihre Eingeweide wie Kot. Auch ihr Silber und Gold wird sie nicht retten, wenn sich Jahwes Zorn entlädt. Das Feuer seiner Eifersucht verzehrt das ganze Land. Denn ein entsetzliches Ende macht er den Bewohnern des Landes.